Die deutschen Slalomkanuten steht im September der Saisonhöhepunkt an. Bei der Weltmeisterschaft in Rio dürfen 12 Kanuten die deutschen Farben vertreten. Die letzten WM-Tickets wurden am Wochenende im Wildwasserkanal von Marc Kleeberg vergeben. Unter den 5 mitteldeutschen Teilnehmern hoffte auch Lisa Fritsch aus Halle auf ihre Chance. Kanuslalom, WM-Qualifikation, 2 Wochenenden, 4 Rennen. Meistens fällt die Entscheidung am letzten Tag im letzten Wettkampf. So auch gestern bei Lisa Fritsche im Kajakrennen. In Augsburg eine Woche zuvor war sie gleich im ersten Lauf am Tor vorbeigepaddelt. Ihr Streichwert, die nächsten Läufe mussten also sitzen. Handicap der Hallenserin, ihr Wettkampfboot, war nach einem Trainingslager in Dubai auf dem Rückflug verloren gegangen. In Marc Kleeberg musste sie mit einem alten Boot paddeln und das war nicht mehr ganz dicht. So kann man das sagen. Ja, es ist natürlich schon 2 Jahre alt. Da ist klar, dass es ein paar Verschleißerscheinungen hat, weil die Wände ja hier aus Beton sind und wenn man da ein bisschen dran schrammt, dann nutzt sich ja das Material auch ab. Ja, ich habe schon relativ viel Wasser drinnen gehabt, also hatte es schon an den Oberschenkeln. Das ist jetzt nicht gerade sehr angenehm. Es ist halt auch viel Gewicht, was man dann auch noch zusätzlich mit herumschleppt. Vielleicht auch deswegen nur Platz 5 im Halbfinale, zu wenig für die WM-Fahrkarte. Neben den Problemen mit dem Boot konnte die 25-Jährige in der Saisonvorbereitung aufgrund eines Lehrgangs bei der Bundespolizei nicht ausreichend trainieren. Dann im Finale spielte sie ihre ganze Erfahrung aus, blieb fehlerfrei und belegte hinter der überragenden Siegerin Ricarda Funk den 2. Platz, die Fahrkarte zur Weltmeisterschaft in Rio. Das letzte Rennen hat mir nochmal gezeigt, dass ich trotzdem schnell sein kann, obwohl die Saison bisher nicht so gut gelaufen ist. Und ich bin jetzt sehr glücklich, dass es am Ende wirklich noch fürs Team gereicht hat. Sie hat das jetzt souverän gemeistert. Jetzt ist Zeit, kurz durchzuatmen. Dann geht es zur Europameisterschaft nach Prag. Und dann werden wir sehen, was international möglich ist. Im 12-köpfigen WM-Team ist die Hallenserin Lisa Fritsche die große Medaillenhoffnung Sachsen-Anhalts. Bis zur WM im September hat sie dann auch ein neues, dichtes Boot. Und dann ist alles möglich.